So, da sind wir wieder zurück bei der Hologrammsuche. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir müssten noch ein bisschen weiter nach rechts und dann go. Wir bräuchten was zu futtern. Da ist was. Das da. Hallo. Wir wären gar nicht mal so falsch. Ich glaube, hier können wir so rüber jumpen, ne? Ja. Wir nähern uns. Aha, was ist das überhaupt? Kanada? Ist das ein Flugzeug oder? Ja. Könnte sein. Jetzt müssen wir bloß rausfinden, wo es hier reingeht. Im Dunkeln. Das ist natürlich wieder ein Traum. Ah, da ist es ja. Oben drauf. Und diesmal auch eine andere Uhrzeit. Gut, das ging ja jetzt fix. Könnte aber auch, das könnte das Shuttle sein, weißt du das? Was da, wo wir diese Blaupause von gesehen haben. Oder so ein Kampfjet, aber ja, das ging fix jetzt. Ist die Frage. Wäre schön, wenn man jetzt auch irgendwo sehen würde, wo die Eingänge sind. Das haben wir ja nicht erwischt. Die haben wir alle. So, dann wären jetzt im Prinzip die hier dran, ne? Ich weiß nicht mal, wie man da hinkommt. Wahrscheinlich hier rüber, aber das haben wir, finden wir auch nicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal. Ach, ich würde einfach sagen, wir gehen wieder den kurzen Weg und töten uns einfach. Das geht schneller, als jetzt wieder ein Loch zu suchen. So. Also mit den Nebenaufgaben, den beiden hier, keine Ahnung. Er sagt ja uns nicht, auch nicht mehr, was wir da tun müssen. Irgendwas hier mit der Kugel, aber. Ich meine, manche wollen ja auch so eine Spiele, wo man das halt selbst rausfindet, aber ich bin da einfach zu blöde für, glaube ich. Gucken wir mal, aber er sagt uns hier Strand. Ich weiß nicht, ob wir dann hier hochkommen. Ich muss mich gerade mal voll orientieren. Ach, hier sind wir. Ah. So.
Wobei, eigentlich hat er uns hier angezeigt, ne? Wie komme ich denn jetzt darüber? Renne ich überhaupt richtig rum? Ja, mit etwas Glück. Oh, blaue, 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 blaue. War hier noch inne? Das Ding könnte schon ein Volltreffer sein. Kommen wir hier durch? Juhu. Das ist ein altes Erde. Oh, ich sehe hier wieder gar nichts. What is up, people? Welcome to the Boil Up Podcast. I'm your host, Kevin Carmanian. Let's do this. Alright, welcome to the Boil Up. Today we're going to be talking about the shift. It happened decades ago. It was horrible. It was a tough time. The world changed. Sea levels rose. They rose like 50 meters or some crazy thing. We got like 14,000 volcanoes up there around that. 14,000. I think it's more than 14,000. 14,000 volcanoes. I mean, I love boiling up. My podcast is called the Boil Up Podcast. But 14,000 boiling volcanoes is a little too much heat for us to handle. It was pandemonium, and the whole Earth's surface changed to put us where we are now. And who's to blame for the shift? Well, I'll tell you who. People who polluted like crazy. Mother Earth got angry, and that's what happened to the shift, because douchebags didn't give a darn about Mother Earth. We just destroyed, we just gave it up. We had paradise. And now what do we have? The shift changed everything, and it happened decades ago, but we're still feeling it today. And that's why GEO was formed, and that's why we're here right now. We're gonna get through the shift. We'll find a way. We will. So that's how it works. That's it for the Boil Up Podcast this week. Tune in next week. We're gonna be talking about GEO. I'm Kevin Carmanian saying, boil me up! Jetzt weiß ich zumindest endlich, was mit Aufkochen bedeutet ist. Bedeutet ist? Gemeint ist. Gott, oh Gott. So. Gut, wir haben. Another hologram left behind. Who could this be? Wir haben hier noch eins in der Nähe. Alter, wie schnell aber auch dieser Hunger runtergeht, das ist doch nicht normal. Als ob so ein King Julian den ganzen Tag nur am Fressen ist. Stell dir mal vor, wir Menschen müssten die ganze Zeit für jede Sache, die wir machen, gleich erstmal einen Schokoriegel verputzen. Oder ein Schnitzel. So, die futter ich mal, weil die eh futtern müssen. Da ist nochmal was Blaues. So, oh. Laut Karte wären wir noch nicht mal da beim Hologramm. Alter, kannst du mal sehen, wie bullshittig das ist. Dann wird das nämlich das eine bei dem Flugzeug sein. Wo wir schon mal drin waren und auch eins vermutet haben. Dann wird es vielleicht auf dem Flugzeug sein. Dann können wir da doch nochmal hingucken.
glaube, wir müssten eigentlich da hoch, ne? Alter! Ich würde es zumindest vermuten. Cool, hat ja richtig gut geklappt. Haben wir vielleicht noch einen schicken Ast hier? Ja, vielleicht der hier. Vielleicht doch ein anderer. Der auch nicht? Okay, dann halt nicht. Ah, guck mal, der Container, da könnte was sein. Willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht rein. Ah, es muss aber das richtige Objekt sein. Ah, hehe. What is up, people? Welcome to the Boil Up Podcast. I'm your host, Kevin Carmanian. Let's do this. Seriously, today I want to talk about people who don't care now. You know who you are. I mean, I was there the other day, sitting up on the balcony of the Arcony, as I call it. Just sitting there with a coffee, looking out on what we've done to the world. And I had my mask on because the air is toxic. The geo surveys have all told us, you know, we can't breathe the air, it's toxic. These are facts. The air is toxic. We need these masks. So put them on. Some people are complaining about geo, complaining about this and that. But like, no, it's time to care, man. I don't get it. Some people just want to get in their little bubble and not think about everything. The people that before that said nature, whatever, nature is the most beautiful thing I've ever seen. And we don't have it right now. I'm frustrated. I'm frustrated about people that were selfish before. You know, now I'm forced to wear this mask because we were selfish. And we're not selfish right now. We're in the ark. We're sacrificing for what will become. Once we get there, yeah, sure, then the party is going to be huge. Like, huge, man. When you tell me, oh, you can play baseball in your backyard again? Oh, yeah. And that just comes from me caring about nature, about you, my viewers, my listeners, everyone. Thanks for boiling up with me. I kiss you on your two pretty cheeks. I'm Kevin. Okay. Hologram left behind. Who could this be? Wir haben auch ein Achievement bekommen für Boil Up. So, aufkochen, auch eine geile Übersetzung. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder ein kleines Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.